Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Lesemonat und zwar für den Monat Oktober. Ich habe doch einiges gelesen, finde ich, und bin sehr zufrieden mit meiner Ausbeute sozusagen. Und fangen wir wie immer mit der kleinen Statistik an. Und zwar habe ich nämlich 10 Bücher gelesen im Monat Oktober, was einer Seitenanzahl von 3074 Seiten entspricht. Und das sind ungefähr durchschnittlich 99 Seiten pro Tag. Also das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr gut, finde ich. Und doch, ich muss sagen, dass auch wirklich viele gute Bücher dabei waren. Es sind auch wieder einige Rezensionsexemplare dabei gewesen, nämlich die drei ersten, die ich gelesen habe. Und die zeige ich euch jetzt eben kurz. Und zwar sind das nämlich erstmal Die letzten 4 Tage des Paddy Buckley von Jeremy Massey. Das Ganze hat 265 Seiten und 4 Sterne von mir bekommen. Ja, es gibt auf meinem Kanal natürlich schon eine Rezension dazu und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal einen Blick drauf werft. Ja, ich kann das kurz zusammenfassen. Mir hat das gut gefallen. Das war so ein, skurril-komischer Gangsterroman, gespickt mit irischem Humor. Es ging dabei um Paddy Buckley, er ist Bestatter und ihm passieren eines Tages eigentlich 2 blöde Sachen auf einmal, denn er wird zu einer Witwe gerufen, die eben ihren Mann gerade verloren hat. Sie besucht besonderen Trost bei ihm und verstirbt dabei dann leider. Das hat ihn natürlich völlig durcheinander gemacht und als er dann halt eben von diesem Tatort in Anführungszeichen flieht, fährt er dann einfach direkt den nächsten über den Haufen. Aber als würde das nicht schon reichen, ist es halt der Bruder des größten Gangsters aus der Stadt und der schwört blutige Rache. Paddy hat Fahrerflucht begangen, sodass dieser Ganove zum Glück nicht weiß, dass er seinen Bruder auf dem Gewissen hat. Aber ja, es ist halt so, dass er sowohl die verstorbene Witwe jetzt beerdigen soll, als auch diesen Ganovenbruder. Und ob das Ganze gut für ihn ausgeht und ob er das Ganze verheimlichen kann, das muss man natürlich selber lesen. Aber es ist wirklich echt sehr, sehr lesenswert. Wer auf diese Art von Humor steht, der wird das auf jeden Fall mögen. Und wie gesagt, mehr dazu in der Rezension. Ja, weiter ging es dann mit einem Roman, der mir dann leider nicht so gut gefallen hat. Und zwar ist es nämlich Einmal lieben geht noch von Rachel Kornblit. Das hat 207 Seiten und nur 2 Sterne von mir bekommen. Das war, wie gesagt, auch ein Rezensionsexemplar. Dazu gibt es auch schon eine Rezension auf meinem Kanal. Und ja, das ist ja ein französischer Roman. Und ich habe irgendwie, glaube ich, immer so kleine Probleme mit französischen Romanen und auch französischen Filmen. Ich finde die alle immer, oder nicht alle, aber ich finde sie oft ziemlich merkwürdig, muss ich sagen. Ja, hier ist es halt auch so, dass man irgendwie anhand des Klappentextes möglicherweise, oder eigentlich habe ich zumindest was locker und leichtes eben erwartet, eine Geschichte, die einen irgendwie mit einem guten Gefühl zurücklässt, aber es war einfach überhaupt nicht so. Es ist komplett das Gegenteil eingetreten. Es war ein schwerer Roman, ein melancholischer Roman. Das Ganze hat einen echt einfach nur runtergezogen, weil sich die Protagonistin irgendwie wirklich verzweifelt nach einem Mann sehnt und den Leser wirklich auch detailliert an dieser Suche irgendwie teilhaben lässt. Und das ist echt nicht besonders gut gewesen. Die Protagonistin ist auch eher schwierig gewesen. Aber wie gesagt, auch hier mehr dazu in der Rezension. Ja, weiter ging es dann Gott sei Dank mit einem komplett gegenteiligen Buch, einem sehr, sehr tollen Buch. Und zwar Apple und Rain von Sarah Crossan. Das Ganze hat 318 Seiten und hat 5 Sterne von mir bekommen. Das war, wie gesagt, dann das Monatshighlight sozusagen. Da gibt es auch eine Rezension dazu und es würde mich auch hier sehr freuen, wenn ihr da einen Blick drauf werft. Es geht um Apple. Sie wurde von ihrer Mutter verlassen, als sie noch klein war. Sie wurde bei ihrer Großmutter zurückgelassen und ihre Mutter ist halt in die Stadt gegangen, um halt als Schauspielerin Karriere zu machen. Und irgendwann steht sie einfach wieder vor der Tür, als Apple, glaube ich, 13 oder 14 ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, und will, dass sie bei ihr wohnt. Und weil Apple halt mit der Großmutter so kleine Differenzen hat, überlegt sie halt nicht lange und tut das dann tatsächlich. Ob das eine gute Idee ist oder nicht und wie das Ganze ausgeht, das muss man natürlich selber lesen. Ich fand es auf jeden Fall wirklich sehr toll, traurig, schön, emotional und werft einen Blick auf die Rezension, da werde ich natürlich noch mehr dazu berichten.
Ja, und dann kommen wir zum Subvotings-Gewinner für den Monat Oktober. Dieses Mal war das eine ganze Trilogie, die ich da gelesen habe. Und zwar hat das angefangen mit, Moment, ich muss mal eben gucken, das ist das erste, von Kai Meier, Die fließende Königin. Das hat 272 Seiten und das hat 4 Sterne von mir bekommen. Danach ging es dann direkt weiter mit Das steinernde Licht. Das hat, 347 Seiten. Und gleich danach Das gläserne Wort. Da muss ich euch mal eben, kurz gucken, wie viele Seiten das hat. 285 Seiten und auch zu diesem gibt es dann halt eben eine Rezension auf meinem Kanal. Das ist von der gesamten Trilogie ist das die Rezension und es würde mich natürlich auch hier sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal schauen würdet. Ja, mir hat das auf jeden Fall gut gefallen. Also alle 3 Bücher haben 4 Sterne von mir bekommen. Das Ganze spielt in Venedig und es ist fantastisch und mystisch. Also es gibt dort Fabelwesen und es geht um Magie, es geht um Freundschaft und ganz viele tolle Charaktere spielen da eine Rolle. Und es hat wirklich echt Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Ja, mehr dazu in der Rezension. Dann habe ich 4 weitere Bücher vom Quartalsub gelesen, beziehungsweise die 4 ersten Bücher des Quartalsub für Oktober, November und Dezember. Und zwar ist es nämlich von James Deschner, Die Auserwählten in der Todeszone. Das hat 455 Seiten und 4 Sterne von mir bekommen. Also auch dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Das ist ja der Abschluss dieser Trilogie. Und ja, ich fand auf jeden Fall, dass es ein würdiges Ende war. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr großartig irgendwie was zum Inhalt sagen, denn es ist halt eben ein dritter Band. Ja, im ersten Band war es halt eben so, dass Thomas auf eine Lichtung wach wird und eigentlich seine kompletten Erinnerungen verloren hat, bis auf seinen Namen. Und auf dieser Lichtung leben ganz viele Jungen. Und sie sind gefangen auf dieser Lichtung, denn diese Lichtung ist in der Mitte von einem Labyrinth. Und ja, dieses Labyrinth birgt aber einige Gefahren, tödliche Gefahren. Und sie versuchen halt eben aus diesem Labyrinth zu entkommen. Und darum geht es halt im ersten Band. Und im zweiten geht es dann weiter mit der Geschichte. Und dieses hier ist wirklich ein würdiger Abschluss. Und es ist einfach so, so spannend. Alle 3 Bände und mir hat das Ganze wirklich sehr gut gefallen und ich freue mich, dass ich die Trilogie jetzt beendet habe. Es war wirklich ein guter Abschluss und damit bin ich auf jeden Fall zufrieden gewesen. Dann habe ich gelesen von Patrick Hertweg, Maggie und die Stadt der Diebe. Das hat genau 300 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Das ist wie gesagt auch vom Quartalsub. Das ist ein Kinder- und Jugendbuch und ja, es geht halt eben um Maggie, die ein Waisenkind ist und sie ist auf der Flucht vor ja, bösen Menschen, sagen wir mal, die ihr auch nichts Gutes wollen und kommt dann zu diesen Dieben. Wo sie Unterschlupf findet, wo sie Freundschaft findet, wo sie im Prinzip eine Familie findet. Irgendwann holt Maggie dann aber die Vergangenheit wieder ein und Puzzleteil für Puzzleteil fügt sie halt eben ihre Vergangenheit zusammen, denn sie weiß halt eben nicht, woher sie kommt, wer ihre Eltern waren und ja, das löst sich dann im Verlauf des Buches so langsam auf. Sie findet dadurch, durch diese Suche nach ihrer Herkunft, halt langsam so ein bisschen mehr zu sich selbst. Das Ganze zeigt aber auch, dass Familien nicht unbedingt immer die Leute sind, mit denen man verwandt ist. Es können auch andere Leute sein, die halt einem wichtig sind, die für einen da sind, für die man selber da ist. Und es zeigt halt eben, was Freundschaft bedeutet. Und mir hat das Ganze wirklich sehr gut gefallen. Ja, ich fand es auf jeden Fall schön. Dann ging es weiter mit eigentlich 2 ähnlichen Büchern, kann man sagen, obwohl sie doch sehr unterschiedlich sind, aber sie haben doch ähnliche Themen. Und zwar habe ich nämlich zuerst Blackbirds von Chuck Wendig gelesen. Das hat auch 300 Seiten, hat 4 Sterne von mir bekommen. Das ist ebenfalls vom Quartalsub. Und hier geht es um Miriam. Und Miriam kann dadurch, dass sie Menschen berührt, also Hautkontakt zu ihnen hat, ihren Tod vorhersehen.
im Prinzip ist das für sie mehr Fluch als Gabe, denn ja, sie sieht natürlich viele schreckliche Dinge, nicht nur natürliche Tode, sondern auch ja, Verbrechen und Morde und sowas. Und so ist es jetzt auch hier in diesem Buch. Also sie lernt den Tracker Louis kennen, als er ihr in einer bestimmten Situation halt eben hilft. Und als sie ihn berührt, sieht sie, dass er in 30 Tagen auf sehr, sehr brutale Weise ermordet werden wird. Und ja, am liebsten möchte sie das Ganze natürlich verhindern, gerade auch deshalb, weil sie in ihrer Vision gesehen hat, dass sie dabei sein wird, wenn er stirbt. Und sie kann sich das überhaupt nicht erklären, wie es dazu kommen soll und wieso sie da irgendwie eine Rolle drin spielen soll. Und möchte das, wie gesagt, gerne aufhalten, vor allen Dingen, weil er ihr auch sehr sympathisch ist. Aber die Vergangenheit hat halt eben gezeigt, dass sie es eben nicht aufhalten kann. Also sie hat schon öfter versucht, Tode zu verhindern und es hat meistens nicht geklappt. Die Idee ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich fand auch eigentlich die Umsetzung ganz spannend. Das Buch wurde auf jeden Fall nicht langweilig. Was mir besonders aufgefallen ist bei diesem Buch, ist aber wirklich eine sehr vulgäre Sprache voller Schimpfwörter und Beleidigungen. Das ist halt einfach die Art und Weise, wie Miriam mit der ganzen Sache umgeht, glaube ich. Also sie wird durch diese Sache wirklich sehr, sehr runtergezogen. Sie ist jemand, der ja, der nicht besonders gut auf sich Acht gibt, würde ich sagen. Also sie trinkt, sie nimmt Drogen, sie umgibt sich mit zwielichtigen Gestalten und so. Sie ist auch vor One-Night-Stands nicht abgeschreckt und solche Sachen. Also es ist schon eher so ein leicht bedrückenderes Buch, sage ich mal. Es ist halt kein schönes Thema. Spannend ist natürlich auch diese Art und Weise von Visionen, die sie da manchmal hat. Also es werden mehrere Visionen halt eben auch beschrieben von Leuten, die sie berührt. Und das ist schon auf jeden Fall ganz spannend. Also mir hat es gefallen. Das ist ja auf jeden Fall ein erster Teil. Also es gibt ja mindestens noch ein weiteres Buch von Miriam, sage ich jetzt mal. Und ja, man kann das jetzt, denke ich mal, unabhängig voneinander lesen, denn dieser Fall ist jetzt auf jeden Fall abgeschlossen. Ja, ich weiß nicht. Ich muss jetzt nicht unbedingt die nächsten Teile lesen, also so überragend fand ich es jetzt nicht. Aber es war auf jeden Fall ganz nett für zwischendurch. Ja, und wie gesagt, das 10. Buch in diesem Monat hat dann eigentlich ein ähnliches Thema, sagen wir mal. Und zwar ist es nämlich Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens von Sebastian Niedlich. Das war ebenfalls auf dem Quartalssub, hat 4 Sterne von mir bekommen und hatte 325 Seiten. Hier geht es um Martin und Martin wird, als er 7 Jahre alt ist, Zeuge des Todes seiner Oma. Und dabei bemerkt er halt wirklich den personifizierten Tod. Also es ist halt ein Mann, sage ich mal, in einer Kutte mit einem Kescher, also einem Schmetterlingskescher. Und der sammelt sozusagen die Seele seiner Oma ein, was eben ein Schmetterling ist. Was ich erstmal auch eine sehr schöne Idee finde, dass die Seele halt der Menschen Schmetterlinge sind. Naja, jedenfalls sammelt der halt eben die Seele der Oma ein und dieser Tod ist total entsetzt, dass er ihn sehen kann. Also, dass Martin den Tod sieht. Der Tod nennt sich auch selber Thanatos und seitdem sucht er sozusagen Martin immer mal wieder heim. Und die beiden freunden sich sozusagen an, also er bringt ihm zum Beispiel Schachspielen bei oder er ist halt bei wichtigen Ereignissen seines Lebens immer mal wieder dabei. Sie treffen sich auch regelmäßig und irgendwann unterbreitet Thanatos ihm halt eben, dass es sein Schicksal ist, dass er irgendwann seinen Job übernehmen wird. Also das heißt, er wird der Tod, wenn er stirbt. Und das soll wohl dann auch nicht mehr in so weiter Ferne liegen. Und Martin ist natürlich überhaupt nicht begeistert davon. Also er weist das Ganze sehr weit von sich. Er ist halt eben der Meinung, dass ja, jeder Mensch den freien Willen hat, dass das Schicksal halt eben nicht wirklich existiert, beziehungsweise dass man das Schicksal vielleicht noch ändern kann. Und er will auf jeden Fall nicht diesen Job übernehmen, zumal er halt so nach und nach auch einige Fähigkeiten dann
von Thanatos übernimmt. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass er halt eben sieht, wie die Menschen sterben werden, was halt eben diese Parallele zu Blackbirds ist, weil da war es halt eben auch so. Also er hat auch Visionen davon, wie die Menschen sterben werden, und er ist auch ja, sehr besessen davon, eigentlich diese Tode zu verhindern. Vor allen Dingen, wenn es sich halt um Menschen handelt, von denen man halt denken würde, dass sie jetzt zu früh sterben. Zum Beispiel Kinder oder so. Aber schnell merkt er halt, dass das auch nicht so einfach ist, wie er sich das vorstellt. Dass das meistens auch nicht ohne Folgen bleibt. Aber dennoch, ja, bestimmt halt das Thema Tod und Leben, sein ganzes Leben eben. Und ja, er versucht halt eben die Dinge, die er dort sieht, irgendwie zu verhindern. Zwischen Thanatos und Martin besteht eigentlich eher so eine Hassfreundschaft. Also es ist halt eben so, dass Thanatos irgendwie auch oft in Augenblicken auftritt, die Martin eigentlich überhaupt nicht passen. Ja, dass er halt sich auch, so wie Martin sich halt eben in bevorstehende Todesfälle einmischt, mischt der Tod sich halt auch eben immer in das Leben von Martin irgendwie ein, obwohl ihm das Martins Meinung nach überhaupt nicht zusteht. Es ist eigentlich so ganz witzig geschrieben, sage ich mal. Es ist aber doch nicht so witzig, wie ich dachte. Also ich dachte, das wäre ein recht humorvolles und witziges Buch. Aber es stimmt einen auch sehr nachdenklich, weil es halt eben um das Leben geht, um Schicksal, ums Überleben, um den Tod halt eben. Und ja, es geht um Liebe und um Freundschaft. Und wie gesagt, es ist halt nicht so lustig wie gedacht. Es ist zwar humorvoll und auch eigentlich sehr schön, muss ich sagen, aber halt eben dann doch nicht so mega lustig, wenn ihr versteht, wie ich meine. Es geht halt eben darum, was einem im Leben wichtig ist. Und ja, es ist doch wirklich eine schöne Umsetzung auf jeden Fall. Ich muss sagen, so vom Thema her, wie gesagt, ist es ja ähnlich wie Blackbirds. Ich finde dieses Buch hier jetzt aber bedeutend besser eigentlich, weil es halt nicht so ganz schwarzmalerisch ist, weil es halt auch nicht so eine vulgäre Sprache ist. Wie gesagt, beide, also sowohl Miriam wie auch Martin, versuchen ja halt eben diese Tode aufzuhalten. Beide sind nicht wirklich erfolgreich. Beide gehen auch irgendwie ganz anders damit um. Also Miriam resigniert irgendwann und lässt es halt eben geschehen. So ein bisschen so eine Voyeurin bei bestimmten Todesfällen, kann man eigentlich schon sagen. Und Martin ist aber trotzdem immer im Kampf ums Überleben der Todgeweihten, sag ich mal. Und damit kommt er einem wirklich auch deutlich sympathischer vor, muss ich sagen. Also Miriam ist eigentlich eher so eine Protagonistin, die jetzt nicht wirklich sympathisch ist. Jedenfalls im Vergleich zu Martin, würde ich jetzt sagen. Eigentlich habe ich sogar noch ein Buch gelesen, aber das habe ich jetzt halt in der Wertung nicht mit reingenommen, weil es halt echt einfach zack war es weggelesen. Und zwar war das nämlich Die Eiskönigin, völlig unverfroren. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das Ganze hat, aber es hat halt auch nicht besonders viel Text gehabt. Deshalb, ich hatte das in den Neuzugängen schon überhaupt nicht irgendwie überhaupt auf den Sub genommen. Deshalb habe ich es jetzt hier auch nicht mit reingerechnet, auch von den Seitenanzahl her jetzt nicht. Aber gelesen habe ich es trotzdem und das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Ich fand auch die Illustrationen sehr schön. Ich muss sagen, dass der Film bedeutend besser ist als dieses Buch, weil es halt einfach viel detailreicher ist. Ja, aber das hier ist halt für Kinder und um die Geschichte irgendwie zu verstehen, ist das Ganze auf jeden Fall schon mal ganz schön. Ja, das war wie gesagt dann der Lesemonat und es würde mich natürlich wie immer sehr interessieren, was ihr so gelesen habt. Schreibt mir das auch in die Kommentare. Habt ihr irgendeines dieser Bücher schon gelesen? Wie hat es euch gefallen? Geht ihr mit meiner Meinung da irgendwie konform oder nicht? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss!